Hallo, grüß euch. Ja, ich habe es geschafft. Gestern war der 30. Tag, der letzte Tag. Heute ist der erste Tag, wo ich meine Aufbautage beginne. Und ja, ich bin voll froh, ja, jetzt die Aufbautage zu beginnen. Jetzt ist 6:30 in der Früh. Und ich habe mir jetzt gerade ein bisschen die Aufzeichnungen angeschaut, weil ich habe da immer hinten meinen Kalender, da habe ich mir jeden Tag aufgeschrieben, wie viel Gewicht das ich abgenommen habe, auch mein Fettgehalt und so weiter. Und es ist wirklich interessant, also ich habe mich halt abgewogen. Jetzt zum Schluss habe ich gehabt jetzt 69,3 Kilo und 14,3% Fett. Und wenn man jetzt so schaut, wie ich damals angefangen habe, also beziehungsweise das Höchstgewicht, was ich gehabt habe, da am 22. Februar, da habe ich 84,4 Kilo gehabt. Und auch am ersten Tag, also ich habe mich da natürlich ein paar Tage vorbereitet, wo ich da schon ein bisschen reduziert habe. Und dann habe ich am 27. Februar angefangen. Und da mit diesem Startgewicht, da habe ich 82,1 Kilo gehabt und 18,5% Fett. Also man sieht trotzdem dieses Verhältnis her zwischen Fett und Kilo. Fett ist natürlich schwieriger zum Abbauen, überhaupt diese Prozente, diese Fettprozente. Und ja, ich bin jetzt gespannt, wenn ich jetzt die Ernährung weiter beihalte. Und jetzt geht es ja weiter. Also jetzt kommen diese Aufbautage, wo ich gesagt habe, einen Monat lang möchte ich jetzt, wo ich jetzt dieses nutze, um meine Ernährung besser umzustellen, also nur einmal gesünder. Das heißt also, ich werde jetzt hauptsächlich Gemüse, Rohkost, viel Suppen und so weiter. Also ich werde versuchen, möglichst tierische Produkte zu meiden, eher so in die Richtung vegan. Aber also es muss jetzt nicht 100% vegan sein, also ich bin jetzt nicht da ganz so ein Hardliner, oder was ich jetzt sage, ich lebe jetzt nur mehr vegan, sondern ich möchte jetzt auf jeden Fall mal schauen, einen Monat lang, was tut sich nur auch im Bereich Fett, im Bereich Gewicht, Muskelaufbau, wie schaut das aus, wenn man jetzt im Fitnessstudio wieder ein bisschen, kann man da wieder schwerer heben, was nehme ich. Welche Nahrungsmittel nehme ich zu mir, werde mich jetzt da sehr, sehr schlau machen, wie das da jetzt am besten funktioniert, dass man sagt, auch für Muskelaufbau möglichst wenig Fett und wenig Zucker. Und das möchte ich jetzt auch noch einmal einen Monat beibehalten. Ich werde das vielleicht auch noch einmal ein bisschen dokumentieren dazu. Und dann nach diesem Monat werde ich mir auch noch einmal wieder irgendeinen Schwerpunkt suchen. Ich möchte wirklich heuer in diesem 24er Jahr wirklich ganz bewusst schauen auf eine gesunde Ernährung, bewusste Ernährung, aber auch nicht jetzt asketisch, dass ich sage, ich möchte jetzt trotzdem auch noch was genießen. Das heißt, ich werde mir auch dann tolle Rezepte aussuchen, weil ich bin ein Genießermensch, ich mag, dass es mir schmeckt, dass ich eine Freude habe, weil ja, ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist, die Freude im Leben zu haben und nicht immer irgendwie nur abzunehmen und asketisch zu leben. Ja, das ist mir einfach wert und schauen wir mal, ob ich das überhaupt schaffe und ob ich nicht, ja, wenn ich nächstes Jahr wieder oder so wie es mir voriges Jahr passiert ist, am Ende des Jahres auf einmal wieder auf 84 oder 85 Kilo bin, ja, dann muss ich zur Strafe dann natürlich das, Anführungszeichen, zur Strafe wieder diese 30 Tage machen. Aber wie gesagt, ich bin zufrieden. Schauen wir mal, ich werde vielleicht jetzt nochmal so ein Vorher-Nachher-Büdel nochmal einblenden. Und ja, super, dass ihr mich da begleitet habt. Und das werdet ihr wieder von mir hören. Also, Paul, bitte.